Willkommen zu einer neuen Folge Botere Lens 2, wollte ich sagen, es ist aber natürlich eine Pressequel mit Harald und Schnorrer. Moin. Gute Nacht. Wie nennst du dich denn immer Harald und Schnorrer? Ich bin der Schnorrer und du bist der Harald, Junge. Nee. Da hast du was falsch verstanden. Ich würde nur allzu gern wissen, was sich hinter diesem Vorhang verbirgt. Labor 19. Labor 19. Zu was dient dieses Labor? Kammerjäger, die Hyperion Corporation haftet nicht für etwaige von euch entfesselte Monstren. Bringt unsere Raumstation nicht in Gefahr. Oh. Na, die Typen können uns. Mach das Ding auf. Hier ist wieder eine Druckplatte. Aber wir haben immer noch nicht das Ding gefunden, wo man die... wo das Stromdingsbums ist. Das Stromdingsbums. Legitimationscode eingeben. Legitimationscode ist andernorts auf der Forschungsebene zu finden. Nein. Achtung! Legitimationscode ändert sich regelmäßig. Finden Sie den Code, kehren Sie rasch hierher zurück und geben Sie ihn ein. Soll ich hier warten? Mich wundert bloß, dass sie gesagt hat. Legitimationscode ist abgelaufen. Lol. Bitte einen neuen Legitimationscode eingeben. Hat er gerade gesagt, nein, schieß einfach drauf, hat er doch gerade gesagt. Baller mal ruf. Geht nicht. Zutritt verweigert. Falscher Legitimationscode. Bitte suchen Sie den Legitimationsgenerator. Dann geh du mal hin. Zutritt verweigert. Falscher Legitimationscode. Bitte suchen Sie den Legitimationsgenerator. Aber warum ist denn bitte schon der Tresorraum woanders? Der Coderaum. Der, aber steht der. Ach so. Vergiss es. Die Frage ist ja, ob jetzt hier gleich das Monster dann. Ah, hier ist auch eine Dings. Ich aktiviere mal was. Kannst du jetzt. Drück mal bei dir jetzt. Was? Nein, eine Konsole. Zutritt verweigert. Falscher Legitimationscode. Bitte suchen Sie den Legitimationsgenerator. Jetzt nochmal. Schnell, schnell, schnell. Was muss ich denn machen? Bitte suchen Sie den Legitimationsgenerator. Ich weiß nicht, wo der Generator ist, verdammte Scheiße. Hier ist eine Konsole, die ich aktiviere. Ich bin ja nicht so weit weg, ne? Ich komm mal zu dir. Wahrscheinlich ist das gar nicht, was ich hier die ganze Zeit gedrückt habe. Das kann gut möglich sein. Jetzt muss man das hier auch noch suchen, oder was? Ja. Bei der hier ist das nicht, ich glaube. Da oben sind Zahlen dran. Legitimationscode ist abgelaufen. Da 6, 2, 4, 8. Ja, und wo willst du das eingeben? 6, 2, 4, 8. Vielleicht musst du es bloß sehen. Nee, glaube ich nicht. Aber das ist ein Timer, der da läuft. Ja? Ja. Der Balken geht runter. Zutritt verweigert. Hä? Falscher Legitimationscode. Bitte suchen Sie den Legitimationsgenerator. Okay, du wirst recht haben. Die Zahlen haben damit auf jeden Fall was zu tun. Ja, weil, das sind die, ja. Weil wenn gleich der Timer abläuft, dann sagt er wieder hier, Dann wechselt er, ja. Ja, als ich hochgeguckt hatte, hatte er ja gerade gewechselt und dann hatte sie gesagt, er hat sich geändert. So. Legitimationscode ist abgelaufen. Bitte einen neuen Legitimationscode eingeben. Ist aber ganz schön groß hier, die Fläche, ne? Ah, vielleicht hätten wir auf die Konsole da schießen müssen. Wo? Na, der ist doch inne, wo man drücken kann. Nee, ich glaube, das bringt nichts.
Also diese eine Konsole da gleich am Anfang, wo du drauf drückst, das ist so eine Standardkonsole, die kannst du alle drücken. Du meinst jetzt die hier vorne, ne? Ja. Aber nee, ich verstehe es nicht. Neuen Legitimationscode eingeben. Also die Zahlen sind das auf jeden Fall. Öffne den Tresorraum, ja. Oder kann man irgendwie was am Tresor an der Tür noch direkt machen? Das könnte ich mir nämlich noch vorstellen, dass einer... Na, oder auf dieses grüne die, Ding... Die Zahlen müssen... Ne, das macht keinen Sinn, weil die, das gibt ja noch mehr Druckplatten. Ich denke nicht mal an, die Zahlen muss man irgendwo wieder eintippeln. Stelle die Daten. Was hast du denn jetzt gemacht? Hä? Ich habe irgendwas gerade 1, 2, 5... Ich habe irgendein Datenmodul genommen. Ja. Bleib mal da stehen. Nee, das ist so ein Ding, was du immer so sammeln kannst. Hier kann man doch bestimmt irgendwo was eintippen, oder nicht? Zutritt verweigert. Falscher Legitimationscode. Bitte suchen Sie den Legitimationsgenerator. Die hatten ja schon mal so eine Wand, wo man dann die Zahlen drehen. Ja. Ach doch, da ist sie! Klar. Echt? Ja. Okay, wie mache ich das denn? Ja, aber ich komme da nicht so einfach ran. Das ist das Problem. Du musst da drehen, oder was? Ja, ich muss da in mit... Oder? Kann ich da auch schießen? Warte mal. Probier mal. Oh, ich kann auch drauf schießen. Okay. Ich brauche eine Pistole. Legitimationscode ist abgelaufen. Bitte einen neuen Legitimationscode eingeben. Ich muss dir den jetzt sagen, oder? Ja, die erste Zahl. Eins. Ja. Oh, warte. Null. Oh, ist das ekelhaft. Ich brauche eine Einschusswaffe. Oh, leck mich doch. Du meinst eine Single Shot? Ja. Da, die. So, Hälfte ist noch. Eins und dann die Null. Null. Warte. Sieben. Warte, warte, so schnell bin ich nicht. Null. Sieben. Hm, und? Du? Ja. Und die Null. Okay. Ich bin ein Genie! Ich habe dieses Ungetüm selbst geklont. Es ist eine perfekte Kopie der Kreatur, die Pandora terrorisiert hat. Des Zerstörers. Ist der Gegner jetzt da, oder? Ja. Oh, ist der niedlich? Ich bin nicht sehr gut in Mathe. Der ballert schon auf mich. Mathe, stell mich hier sofort hin, okay? Wo ist er denn? Was, das Ding da? Ja. Das Ding hätte echt nützlich sein können, wenn es nicht bloß so groß gewesen wäre wie ein scheiß Fingerhut. Egal, komm zurück, wenn du soweit bist. Hey, oh, du solltest dich von diesem Makaranga dafür bezahlen lassen, dass du seine dämliche Sauerei beseitigt hast. Oh, ich hasse diesen Nacker-Dingsbums so sehr. Du bist nicht tot? Freut mich. Freut mich sehr. Jack mag dich mehr als mich. Das ist toll. Das ist richtig toll. Gut, dann gehen wir jetzt... noch ein Fragezeichen, ne? Naja, da wollte ich jetzt hin. Das hier oder das da? Was hatte ich denn für eine Waffe vorher? Scheiße, ey. Weißt du, Scheiße? Ich weiß nicht mehr, welche Waffe ich vorher drin hatte. Das ist immer scheiße. Wenn man das nicht mehr weiß. Kacke. Ich muss doch mal wieder was verkaufen, dann. Sind hier nicht? Doch, hier sind doch so eine Dinger. Hallo? Hey, willst du Raketen? Vakuums! Wir haben heute alle was gelernt! So, Gartenskin. Was, ein Gartenskin? Es gab ein Skin. Oh.
Ach, es gab einen Skin. Dann sag das doch. Ich hasse dich. Red doch nicht immer so in Hieroglyphen. Yeah. So dann kann ich ja schnell reisen, ja. Nö, ich muss auch noch verkaufen. Hä? Hättest du auch da machen können. Wo da? Na, da wo wir sah sind da, Mann. Was du laberst? Na, da wo da ist. Verkaufe ich lieber den Schild. Erst bezahlen, dann sterben. Verkauf den Schild. Dann verkaufe ich halt da weiter, meine Fresse. Ich hab das Zeug und das Talent. Das war so klar. Du hast auf mich geschossen. Hab ich gar nicht. Ach, jetzt hab ich selber ins Menü geguckt, lol. Ah, geil. Heftig. Ja, so schnell warst du nicht, wa? Für was, hä? Oh. Willkommen in meinem bescheidenen Land! Leute! Deswegen kannst du hier nämlich verkaufen und ich gehe schnell. Getötet hat. Das war spitze. Das war selbst nach der Luftschleuse spitze. Hast du noch mit Jack kooperiert. Du doch auch. Pandora musste gerettet werden, so schrecklich Jacks Entscheidung auch gewesen sein mag. Hier gibt's schon wieder ein Ausrufezeichen. Oh mein Gott. Pull das mal schnell. Gib einen Kopf. Meine Bazillen sind zu vernichten. Meine Putzbots sind verschwunden. Mach Unordnung, damit meine drei Mitarbeiter sich zeigen. Wirf diese Mülltonne um Unordnung zu machen. Um. Dieser Abfall macht mich wütend, aber er ist nötig. Unordnung entdeckt. Du wirst ja wohl einen Bot fangen. Ach so, den sollen wir fangen. Ein Bot eingesammelt. Wir kommen dem Bazilla-Gaddon immer näher. Bazillenwitwen werden über den Leichen ihrer Bazillengatten weinen. Mach noch mehr Unordnung, um weitere Bots zu sammeln. Hä, schießt er auf die Wasserleitung? Hä, verstehe ich nicht. Hä, aber er hat doch gesagt, wir sollen noch weitere Bots sammeln, oder? Und vorher Unordnung machen. Naja, mit Unordnung. Ja, naja, Bots dann nicht deswegen sollen wir die Wasserleitung an. Ja. Das gäbe dann überall Blutflecken. Ich bin wütend über das Chaos, das du verursacht hast. Gleich kommt ein Bot vorbei. Fang ihn ein. Unordnung entdeckt. Fang den rein. Der hier mitten in den Fight kommt. Wenn die Bazillenapokalypse beginnt, werden wir die Bazillen im Kahn ersticken. Krass. Schieße auf die Ölfässer. Okay. Hä? Ich denke, wir müssen Bots sammeln. Na, die kommen doch dann. Bist du sicher? Ja. Okay, willkommen in den Zugangstunnels. Ich musste sie vor einer Weile schließen, wegen so einer Virusinfektion. Dir sollte aber nichts passieren. Nur bitte nicht... Sieh nur, wie schmutzig das ist. Es verteilt... ist ja ekelhaft. Kannst du dich nicht muten, Alter? Das Ohren. Doch etwas übertrieben. Sofort zurück, oder es gibt einen Ammoniak-Einlauf, du Keimbeutel. Nein Problemo,
sonst gibt's eine Mundspülung mit Batteriesäure. Der Kordel sagt, du bist ein Weichei. So, wo sind wir jetzt hin? Zurück, aber ich guck mir das erst noch an. Was, du guckst dir das X an? Vielleicht ist hier noch ein Zeichen irgendwo. Wie ist denn... closed. Diese Tunnel sollten ein Hochgeschwindigkeits-Shuttle-System beherbergen sollen, aber der Bau aber fast so an, als wenn wir hier eh nochmal herkommen. Direkt zum Auge der Helios. Wird nicht ganz leicht, aber du schaffst das schon. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Springen. Ach ja. Hast du was gefunden? Nö. Nö, da liegt aber noch Mo. Nö. Noch mehr Mondstadt. Danke sehr. Das Putzageddon beginnt. Die Bazillen werden geläutert durch Feuer und Seife. Keine wird verschont. So, wir haben einen Skin bekommen, einen Kopf. Ja. Und jetzt sind wir wohin? Warte, ich glaube, wir hatten noch eine Nebenquest, oder nicht? Nee, das war die. Da, das müssen wir noch einlösen. Einlösen, ja. Dann können wir das aber auch in der nächsten Folge machen, Bill. Das können wir machen, ja. Da, Spitze, bedanke dich. Spitze, bedanke dich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.